Willkommen zurück zu Tröberbrock. So, im letzten Part hat unser guter Hans Tannhauser herausgefunden, damit der Schlüssel zu der Tür hinter ihm oben ist, in seinem Zimmer. Und zwar unter einer Diele. Vermutlich unter dem Teppich. Oh, hier ist tatsächlich ein Versteck. Das finde ich jetzt aber wieder unlogisch, weil da ist ja schon ein Loch drin. Hätte man da nicht mit dem Fuß eventuell drin stecken bleiben müssen? Lauter nutzloser Plunder und eine fast leere Flasche Schnaps. Ich nehme nur den Schnaps. Bolzenschuss. Okay, also mit dem Schnaps hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe eigentlich gedacht, da wäre ein Schlüssel drin. Na gut. Vielleicht müssen wir den Schnaps dem Opa geben. Ich gehe mal raus. Quatsch nochmal mit dem. Guten Morgen. The hell? Oh, ich frage ihn nochmal zur Seilbahn. Können Sie mir etwas über die Seilbahn sagen? Ach, an die alte Seilbahn will ich gar nicht denken. Und dieser wackelnde Tisch ist einfach unerträglich. Er macht mich doch wahnsinnig. Okay, kann ich vielleicht irgendwas mit dem Tisch machen, dass der nicht mehr wackelt? Ja, natürlich. Die Bierdeckel. Ganz logisch. Was ist das? Der Tisch wackelt nicht mehr? Oh, ich danke Ihnen sehr. Ich konnte schon an gar nichts anderes mehr denken, als an diese verflixte Wackelei. Okay, vielleicht hat er mir jetzt was zu erzählen, der gute Opi. Guten Morgen. Der Herr? Wir fragen erstmal, ob es Ihnen jetzt besser geht. Geht es Ihnen besser, jetzt, wo Ihr Tisch nicht mehr wackelt? Ach, danke der Nachfrage. Aber Freude? Was soll das sein? Freude empfinde ich, seit Klaus verschwunden ist, kaum noch im Leben. Wer ist Klaus? Klaus, mein Kater. Ein Engel von einem Tier. Er ist der Einzige, der immer zu mir gehalten hat. Aber jetzt ist er spurlos verschwunden. Alles in dieser Welt geht im Bach hinunter. Das sage ich Ihnen. Okay, Klaus ist verschwunden. Wir haben eine Büchse Sardinen und wir wissen, damit der Fuchs angeblich eine Katze ist. Hat jemand Klaus entführt? Ich weiß es nicht. Klaus war ein treuer Kater und stand mir immer zur Seite. Dann ist er einfach spurlos verschwunden. Man kann sich in dieser Welt einfach auf nichts verlassen. Das sage ich Ihnen. Es ist einfach schrecklich. Gibt es Neuigkeiten von Klaus? Nichts. Okay, vielleicht kann er mir doch noch was von der Seilbahn jetzt erzählen. Können Sie mir etwas über die Seilbahn im Ort erzählen? Ach, lassen Sie mich bloß mit der alten Seilbahn in Ruhe. An die will ich gar nicht denken. Okay, gut. Ich empfehle mich. Wiederschauen. Also, wenn er seinen Koffer nicht in der Hand hat, kann er anscheinend schnell laufen. Das ist ja schon mal gut. Der gute Hans. Ich guck noch mal nach dem Füchslein. Okay, der Fuchs sitzt nicht mehr auf dem Haus. Er sitzt auf dem Baum, sehe ich. Okay. Oh je, sie sieht verzweifelt aus. Ich sag's nur ungern, aber das ist keine Katze. Wir wissen, dass Katzen gerne klettern. Nun sind ihre Körper nur zum Klettern in eine Richtung gemacht, nämlich nach oben. Jedenfalls, Beverly, habe ich eine große rote Katze auf einem Baum entdeckt, bei der es sich bei näherer Betrachtung womöglich genauso gut um einen Fuchs handeln könnte. Es könnte Hilfe vonnöten sein.
Ich versuche, die Katze im Baum mit einem Lockruf zum Herunterklettern zu bewegen. Miau! Miau! Nichts passiert. Sehr eigenartig. Okay, ich probiere mal Schnaps und Käsespieß. Also irgendwie passt das doch auch nicht, oder? Ich komme nicht nah genug an sie heran. Okay. Stichwort Auswilderung. Aber in der Dose kann ich den Thunfisch nicht aussetzen. Federweich. Okay. Ich komme nicht nah genug an sie heran. Okay, wie könnte ich sie denn runterjagen? Oder ihn, besser gesagt. So einfach komme ich nicht an sie heran. Ein schöner, gesunder Baum. Acer pseudoplatanus, der Bergahorn. Also ich vermute mal, dass wir irgendwas hier hinlegen müssen, damit der da runterspringt. Aber was? Sardinen mag er anscheinend nicht, ne? Was haben wir denn da noch? Schilf? Röhricht. Röhricht, okay. Das heißt bei mir Schilf. Aber egal. Was gibt's denn hier noch? Was könnte ich noch machen? Hier kann ich auch nichts kombinieren, ne? Also es geht nicht mit kombinieren. Also ich wüsste jetzt nicht wie. Ich sehe nur, was ich noch alles im Inventar habe. Für was könnte ich das Schilfrohr gebrauchen? Verschlossen. Okay, so wirklich weitergekommen bin ich jetzt nicht, ne? Können wir noch irgendwas mit dem Eimer vielleicht machen? Na, sieht aber auch nicht danach aus, ne? Da geht nix. Da geht nichts. Dazu hatte ich schon einen Eintrag gemacht. Ich habe das örtliche Kino gefunden. Möbius Palast. Western und Noir scheinen hier die beliebtesten Genres zu sein. Wie du weißt, Beverly, bin ich ein von einem genügsamen Lebensstil geprägter Mensch. Was mich aber seit jeher beschäftigt, ist die schier unendliche Anzahl von Aggregatzuständen, die zwischen Erwartung und Realität liegen kann. Meine Unterkunft, die Pension Waldeslust, sah in der Benachrichtigung etwas gehobener aus. Tja, es ist nicht immer so mit Hotels. Okay, noch irgendwie was anschauen, mit dem können wir reden, aber da wird nichts anderes dabei rauskommen. Ich glaube, ich gehe nochmal zu Gretchen. Vielleicht können wir hier noch was machen. Hier können wir eine Münze reinschmeißen.
Damit kommen wir sicher den Berg hinauf. Bist ein lustiger Vogel, Tannhauser. Gefällt mir. Ja, warum nicht? Ich meine, kann man sich dranhängen. Das Förderseil der örtlichen Seilbahn scheint intakt zu sein, wenngleich es jede Form von Gondeln oder Förderloren vermissen lässt. Ein Geruch von Öl und Erde liegt in der Luft. Okay, Erfolg Beverly. In Trüberbrook habe ich Gretchen kennengelernt. Sie ist auch Wissenschaftlerin. Gretchen hat, wie sie mir erzählt, in Wien Anthropologie studiert. Könntest du dich auf unsere Aufgabe konzentrieren? Das versuche ich ja gerade. Wie bekannt, haben Marder eine verhängnisvolle Liebe zu Kabeln aller Art. Im vorliegenden Fall muss es sich um ein besonders stattliches Exemplar gehandelt haben, der Dicke des Kabels nachzuurteilen. Als Ausweg blieb ihm nur der Tod. Oh ja, die guten alten Marder. Ich kenne sie auch nur zu gut. Verschlossen. Wir haben schon so viele Zündkabel von mir angeknabbert. Unglaublich. Ah, hier können wir was benutzen. Ich glaube, ich probiere erstmal den Massagestab. Das funktioniert so nicht. Ach was. Okay. Nein, 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 Hans. Das wäre wirklich keine gute Idee. Warum nicht? Kann ich den Strom erst ausschalten? Die Zukunft scheint auch vor Trüberbrook nicht Halt zu machen. Weiter oben im Ort habe ich eine moderne Fernmeldeanlage für jedermann entdeckt. Für alle, die gerne wissen möchten, ob die Welt am anderen Ende der Leitung noch in Ordnung ist. Tja, und 2019 gibt's keine einzige mehr von diesen schönen, wunderschönen gelben Telefonzellen. Ach ja. Da gab's früher sogar Guthabenkarten für, ne? Das muss man sich mal vorstellen. Extra Guthabenkarten. Man muss eine Münze einwerfen. Mit dem Fernrohr hat man sicher einen guten Blick ans andere Seeufer. Okay, dann gucken wir nochmal drin. Vielleicht quatschen wir nochmal mit der Kleinen. Ich muss jetzt erstmal sehen, wie es weitergeht. Entschuldige, war keine Absicht. Okay. Man serviert hier im Ort gerne deftige Hausmannskost. Wie mir auffällt, haben ein paar Maden hier ein schönes Zuhause gefunden. Okay, ich probiere jetzt einfach mal die Tür. Verschlossen. Okay, hier funktioniert nichts. Wir quatschen nochmal mit der Trude. Guten Morgen. Morgen, Herr Tannhauser. Okay, die weiß auch nichts Neues. Ich muss weiter. Fühlen Sie sich wie zu Hause, Professorchen? Wäre das hier ein geeignetes Pfand für die Angel? Ich befürchte nicht. Es sollte etwas sein, das wichtig aussieht, aber zu nichts Nütze ist. Sodass Sie es entbehren können, während Sie auf Angeltour sind. Okay, also, ich habe schon eine Kombination. Ich muss angeln gehen, um einen Fisch zu fangen und dann damit den Fuchs zu fangen.
Okay, wahrscheinlich kann sie was mit dem Massagestab anfangen. Gehe ich mal schwer davon aus. Wir probieren aber erst das. Wäre das hier ein geeignetes Pfand für die Angel? Ich befürchte nicht. Es sollte etwas sein, das wichtig aussieht, aber zu nichts Nütze ist. Sodass sie es entbehren können, während sie auf Angeltour sind. Okay, probieren wir es nochmal. Oh, danke. Für mich? Nehmen Sie, ein solches Gerät auch als Pfand für die Angel? Ja, den können Sie gerne hier lassen. Aller gut, nehme ihn nun und hab Freude. Das klingt nach einem guten Geschäft. Da freut sie sich, die Trude. Sie wissen ja, Wiedersehen macht Freude. So, jetzt gehen wir eine Runde angeln. Aber brauche ich nicht noch einen Köder? Ich probiere es einfach mal so. Ich vergesse immer, dass der schnell laufen kann. Der gute Hans. So, jetzt probieren wir das mal. Gute Idee, aber ich brauche einen Köder. Oh, jetzt hätte ich es geahnt. Ich muss bestimmt am Buffet so eine Made nehmen oder so. Okay, gehen wir nochmal zurück. Ich habe gedacht, dass wir einen Köder brauchen. Wer geht schon ohne Köder angeln? Rein hier in die Pension. Pension. Okay. Okay, der zeigt mir hier aber nichts an, ne? Notiz an mich selbst. Das Buffet in diesem Wirtshaus ist ein Fall für das Gesundheitsamt. Dazu hatte ich schon einen Eintrag gemacht. Notiz an mich selbst. Das Buffet in diesem Wirtshaus ist ein Fall für das Gesundheitsamt. Okay, wo bekomme ich dann einen Köder her? Hast du vielleicht einen Köder? Guten Morgen. Morgen, Herr Tenhauser. Moin. Nee, anscheinend nicht. Ich muss weiter. Fühlen Sie sich wie zu Hause, Professorchen? Was könnte ich als Köder benutzen? Ich brauche irgendeinen Wurm oder so. Ein Köder. Ich brauche ein Köder. Echt jetzt? Okay. Dann jagen wir den Fuchs einfach mal zum Opi. Mal gucken, was dann passiert.
Das schmeckt dir wohl, hm? Ach, in den Karton. Okay. Klaus? Können wir die Dose wieder mitnehmen? Nö. Okay. Guten Morgen. Der Herr? Gibt es Neuigkeiten von Klaus? Nichts. Ja, wo ist denn Klaus hin? Ich empfehle mich. Das war doch Klaus, oder nicht? Ist er nach oben gerannt, vielleicht? Da sitzt er ja, Klausi. Von hier gibt es keinen Ausweg mehr, Kätzchen. Oh oh. Ich glaube, sie ist vor Schreck eingeschlafen. Garantiert. Jetzt habe ich dich. Oh, wie mies. Ist das hier vielleicht Ihr Kater Klaus? Oh, mein armer alter Klaus! Wo bist du nur gewesen? Du siehst ein bisschen erschöpft aus. Okay, Klaus lebt noch, Gott sei Dank. Guten Morgen. Der Herr? Was ist denn mit der Seilbahn? Die Seilbahn hat einmal mir gehört. Das ganze Bergwerk sogar. Alles wurde mir genommen. Diese ganzen Verrückten haben alles kaputt gemacht. Die Seilbahn, das Bergwerk, das ganze Dorf. Okay. Ich bin ganz Ohr. Immer mehr Fremde sind in den Ort gekommen. Weiß der Geier, was die da in meinem Bergwerk getrieben haben. Aber nach ein paar Jahren schnellem Profits haben sie den Laden dicht gemacht und gleich die ganze Seilbahn stillgelegt. Muss man sich mal vorstellen, das war mein Lebenswerk. Die haben das Bergwerk geschlossen, die Leute vertrieben und aus einem ehemals blühenden Luftkurort eine Geisterstadt gemacht. Was sind das für Verrückte, von denen Sie da sprechen? Die Millennium-Kooperative, ein multinationales Konglomerat, rücksichtslos und ohne Skrupel. Die lassen uns kleinen Familienunternehmen kaum etwas übrig. Sie haben ein Bergwerk betrieben? Ja, ich bin doch der Freiherr von Sülz. Unternehmer und Montaningenieur in dritter Generation. Förderer der Gemeinde Trüberbrook. Beigeordneter des Gemeinderats. Ortsvorsteher der Ortsteile Trüberbrook-Sülz und Trüberbrook-Dössel. Und als Kunstmäzen über die Grenzen des Landes bekannt. Was meinen Sie mit kaputt gemacht? Erst haben sie mir das Bergwerk entrissen. Dann kamen immer mehr dubiose Eierköpfe und fremde Arbeiter mit ihren Riesenmaschinen in den Ort und haben uns die Kurgäste vertrieben. Würden Sie mir die ganze Geschichte noch einmal im Detail zusammenfassen? Was sind das für Verrückte, von denen Sie da sprechen? Die Millennium-Kooperative. Ein Multinational. Rücksichtslos und die lassen uns kleinen Familienunternehmen. Erst haben sie mir. Dann kamen mit ihren Riesenmaschinen in den. Weiß der Geier was. Aber nach ein paar Jahren haben sie den Laden dicht gemacht. Muss man sich mal vorstellen. Die haben das Bergwerk geschlossen und aus einem ehemals. Okay. Tut mir leid, dass man Ihnen so übel mitgespielt hat. Ich danke Ihnen für Ihre Anteilnahme. Okay, vielleicht hat er den Schlüssel. Würden Sie mir vielleicht den Schlüssel für die alte Seilbahn ausleihen?
Sie waren heute so gut zu mir. Sie haben einen alten Mann und seinen treuen Kater wieder miteinander vereint. Ich würde Ihnen alles geben. Mein ganzes Erbe können Sie haben. Aber Sie, bescheidener Mensch, wollen nur diesen alten Schlüssel. Hier, bitte. Ich verstehe zwar nicht, was Sie damit wollen, aber nehmen Sie ihn nur mit. Cool. Wir haben den Schlüssel. Dann gehen wir mal zurück zu Gretchen. Das ist ja fantastisch. Wir sind startbereit. Dazu hatte ich schon einen Eintrag gemacht. Gretchen hat... Okay, ich finde es ein bisschen doof, dass das dann wiederholt wird. Aber egal. Hi. Hey. Wegen der Seilbahn. Kurze Frage. Wofür brauchen wir nochmal den Schlüssel? Wir brauchen den Hauptschlüssel, um die Seilbahn überhaupt zu starten. Frag doch mal unten im Ort. Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Ja, was ich noch fragen wollte. Ich wollte nur kurz Hallo sagen. Okay. Denk dran, wir müssen noch die Seilbahn in Gang bringen. Okay, aber ich habe doch den Krempel hier. Ah, hier. Dazu hatte ich schon einen Eintrag gemacht. Wie bekannt haben Marder eine verhängnisvolle Liebe zu Kabeln aller Art. Im vorliegenden Fall muss es sich um ein besonders stattliches Exemplar gehandelt haben, der Dicke des Kabels nachzuurteilen. Okay, ich bin jetzt am Überlegen, was sollte ich mit dem Strom machen? Ich brauche irgendwas zum Verbinden, ne? Sieht aus, als hätte hier letzte Nacht der Blitz eingeschlagen. Sieht immer noch stabil aus. Ich hatte eigentlich auf die Unterhosen geklickt. Ich quatsch nochmal mit der Trude. Guten Morgen. Moin. Morgen, Herr Tenhauser. Wegen der Seilbahn. Klar. Was möchten Sie noch wissen? Wissen Sie vielleicht, was aus der Katze des Freiherrn geworden ist? Nachdem er schon das Bergwerk, die Seilbahn und seine Frau verloren hatte, wenn Sie mich fragen, wurde das ein bisschen zu viel für das arme Tier. Okay. Genug gehört. Kann ich sonst... Nee. Ich muss weiter. Fühlen Sie sich... Das Gute ist, dass man die Dialoge wegklicken kann. Weil meistens hat man es ja doch schon doppelt gehört. Ich muss jetzt erstmal sehen, wie es weitergeht. Du musst gar nichts. Wir machen aus. Ich will die Kleine lieber nicht stören. Irgendwas stimmt nicht mit dieser Uhr. Ja, aber was? Was stimmt mit dieser Uhr nicht? Und wir haben hier auch noch das Mauseloch. Dazu hatte ich schon einen Eintrag gemacht. Nacht!
Ich will den Tatort nicht. Du willst ihn nicht verändern, aber den Teppich hast du weggerollt und den Globus hast du auch zerstört. Also, scheiß doch drauf. Das ist so unlogisch, ne? Das ist also, manche Sachen sind unlogisch. Ich bin nicht müde. Vielleicht kann ich ja doch die Unterhosen nehmen. An der frischen Luft trocknet die Wäsche immer noch am besten. Die Antenne ermöglicht den Fernsehempfang in der Gaststube. Ah ja, dann machen wir die doch mal kaputt, oder? Würde ich sagen. Damit die Kleine nicht mehr gucken kann. Aber es geht nicht. Es tut sich nichts. Na gut, bringt wohl nichts. Gut, ich bin gerade nicht so schlau. Ich weiß gerade nicht, was ich tun könnte. Also ich kann noch angeln, dazu brauche ich einen Köder. Und ich brauche... noch für den Strom, für die Seilbahn Dinge. Ich kann hier zwar draufklicken, aber das bringt mir nichts. Zumindest im Moment nicht. Okay, wir gehen nochmal hier zurück. Ich habe hier auch was übersehen. Gute Idee, aber ich brauche einen Köder. Immer noch. Hier kann ich auch nicht raus, ne? Okay, ich würde sagen, ich mache hier einen Cut und dann sehen wir mal im nächsten Teil von Tröberbrock, ob ich herausfinde, was als nächstes zu tun ist. Also, bis dahin. Bye, bye. Falls es euch gefallen hat, lasst mir einfach ein Like da. Auch über ein Abo würde ich mich tierisch freuen. Oder folgt mir einfach auf dem guten alten Twitter. Bis zum nächsten Mal, eure Sally.